بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليبي جشبست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. heute إن شاء الله تعالى kommen wir zum vierten Vers dieser edlen Sura. Suratul Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Sinngemäß auf Deutsch: Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Hier in diesem Vers sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ahlul Kitab alleine erwähnte und nicht wie im ersten Vers mit den Götzendienern zusammen. Und das ist so, weil die Juden und die Christen, die Ahlul Kitab sind, in ihren Büchern gelesen hatten, dass er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, entsandt wird. Und dass sie ihm oder dass sie ihn in ihren Büchern vorgefunden haben und auch seine Eigenschaften gelesen hatten und wussten, dass er entsandt wird und dass er ein wahrer Prophet ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 7, Surah Al-A'raf, die Höhenvers 157. Die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in der Tora und im Evangelium erwähnt worden und sie wussten ganz genau, dass er entsandt werden wird. Siehe auch in Suratul Baqarah, Sura 2, Vers 146, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, sinngemäß, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen, aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie sie wissen. Und schau dir in diesem Vers dieses Gleichnis an, welches Allah subhanahu wa ta'ala prägt. Er sagt, sie kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen. Das heißt beispielsweise, wenn du zur Schule gehst oder zum Kindergarten gehst und dein Kind abholst und du ihn unter 100, 200 Kindern rumspielen siehst, wirst du deinen Sohn direkt erkennen wegen seinen Zeichen, die er hat, beziehungsweise seine Körpergestalt, die er hat und seine bestimmten Eigenschaften. So beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, dass sie ihn, sallallahu alaihi wasallam, unseren Propheten, direkt erkannt haben. Aber es war der Hochmut und der Stolz, der sie gehindert hat, ihm zu folgen oder an ihm zu glauben. Deswegen sind sie, die Juden und die Christen, verloren oder sie werden im Jenseits verloren sein. Und ein ähnlicher Vers weist darauf hin, in Suratul An'am, Sura 6, das 4, Vers 20, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht. Zurück zu unserem Vers in Suratul Bayyinah. Als nun der klare Beweis zu ihnen kam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er entsandt wurde zu ihnen, und sie sahen, dass er Araber war, weigerten sie sich, denn sie hatten einen Prophet aus Bani Israel erwartet. Und bevor er entsandt wurde, beziehungsweise erweckt wurde, sallallahu alaihi wasallam, haben sie den Götzendienern gesagt und geprallt. Die Ahlul Kitab gingen oft zu den Götzendienern und haben geprallt und gesagt, dass aus unserer Mitte ein Prophet erweckt wird, genauso wie Musa alaihi salam aus unserer Mitte erweckt wurde. Als aber nun das zu ihnen kam, was sie kannten und in ihren Büchern vorfanden, verleugneten sie es. Und diese Verse sind in Suratu Al-Baqarah ab Vers 89 erwähnt. Sinngemäß auf Deutsch.
Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen. Das heißt, sie haben geprahlt vor den Götzendienern, dass ein Prophet von uns erweckt wird. Als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, dass sie das verleugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will. So haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen, und für die Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe. Und in der gleichen Sure, Sura al-Baqarah, Vers 101, wird es ganz deutlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen an Offenbarung bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten. Das heißt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Propheten berufen wurde, spalteten die Juden und Christen sich. Ein Teil glaubte an ihn und andere leugneten. Das heißt, sie haben sich gespalten, nachdem die Wahrheit zu ihnen gekommen ist. Noch dazu sind die Christen unter sich im Zweifel und unsicher. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah An-Nisa, Surah 4, Vers 157: Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen, und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Das heißt, die Christen unter sich selbst sind uneinig, im Zweifel und hegen nur Mutmaßungen. Und die Juden selbst leugnen die christliche Religion und werfen Maryam Unzucht zu. Deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala vor dieser Spaltung gewarnt und dass wir ihnen nicht nachahmen sollen. So sagte er subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran, Surah 3, Vers 105: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sinngemäß auf Deutsch: Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Abschließen möchte ich dann mit wunderschönen Versen in Surah Ash-Shura, Surah 42, Verse 13 bis 15, in dem Allah subhanahu wa ta'ala das nochmal schön erwähnt hat, indem er sagte subhanahu wa ta'ala: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Sinngemäß auf Deutsch: Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefallen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Und sie spalteten sich erst, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Und wenn es nicht ein früheres ergangenes Wort von deinem Herrn auf eine festgesetzte Frist gäbe, so wäre wahrlich zwischen ihnen entschieden worden. Gewiss, diejenigen, denen die Schrift nach ihnen zum Erbe gegeben wurde, sind darüber in starkem Zweifel. Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen und sag, ich glaube an das, was Allah an Büchern herabgesandt hat, und mir ist befohlen worden, unter euch gerecht zu handeln. Allah ist unser Herr und euer Herr, uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine gemeinsame Beweisgrundlage zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen, und zu ihm ist der Ausgang. Das so viel zum vierten Vers von Suratul Bayyinah. Im nächsten Teil dann inshallah ta'ala zu Vers 5. Und das wird ein sehr wichtiger Vers bzw. ein sehr wichtiges Thema. Bis dahin, hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.